Heute wollten wir die zweite Tafel besuchen. Ja. Darf ich vorher noch das Item einsammeln? Dankeschön, ein Wiederball. Aber warum ist denn da ein Normaltyp? Ach, egal. Auf jeden Fall habe ich jetzt herausgefunden, was man mit den Terrasstücken machen könnte. Typ Drache, da könnte ich jemanden Drache machen, Gestein auch zu Gestein. Und zwar müsste ich einfach nur zu dem Typen, zu Aokis Restaurant gehen und da kann mir was machen, was den Terra-Typen verändern kann. Ich frage mich aber, woher habe ich die 50 Drachenstücke? Naja, egal. Dann kriegt man irgendwie noch, wenn man den Pokédex voll macht, also den Kitakami-Dex. Ich weiß nicht, ob alle gefangen oder alle gesehen. Auf jeden Fall kriegt man dann so einen Pin, da kriegt man immer das Doppelte an... Na? An den Splittern. Es fehlen auf jeden Fall noch ein paar. Aber egal. Habe ich eigentlich den normalen Dex schon voll? Ne, hier hört schon auf. Die Weiterentwicklung von der Tiri. Ja, zur Purze hatte ich noch nicht. Die Entwicklung von Pommel. Was? Vertriebs, Weiterentwicklung? Chanera und Heitera noch nicht? Alter, ich habe ja so viele noch nicht gesehen. Da fehlen ja übel viele. Ich habe mir den Shinux gefangen, sehe ich gerade. Nein, nicht Shinux. Warum? Bin ich so geweint? Ich hatte nie einen Evoli. Okay. Bin traurig irgendwie. Stimmt. Mortipod gab es hier schon. Naja, egal. Jetzt gibt es auf jeden Fall eine neue Entwicklung von dem. Die will ich am besten auch haben. Aber wie viel ich einfach ausgelassen habe. Vor allem hier hinten wird es düster. Ich habe noch keinen Tragoran gesehen. Wollt ihr mich verarschen? Ob. Ja, super. Ah, wo ist denn Yo? Die zweite Infotafel ist gar nicht so leicht zu finden, was? Oh, sorry, so langsam könntest du aber wissen, dass ich früher oder später wieder aufkreuze. Am besten liest du erstmal, was da drauf steht. Der Uni besaß vier sonderbare Masken, die herrlich funkelten. Je nachdem, welche Maske er trug, ergriff eine andere Kraft Besitz von der Keule, die der Uni schwang. Setzte er die grüne Maske auf, hauchte er welken Pflanzen neues Leben ein. Das klingt doch eigentlich ganz nett. Trug er die rote Maske, verwandelte er das Lämpchen einer Kerze in lodernes Feuer. Ist doch auch schön. Wie seine Wahl auf die blaue Maske konnte er dem Lauf eines Flusses Einhalt gebieten. Auch gut. Die graue Maske gestattete es ihm, derweil harte Felsen mühelos zu zermalmen. Das sind nützliche Dinge. Ehe die drei Gefährten fielen, gelang es ihnen, sich dreier Masken zu bemächtigen und den Oni so nahezu seiner ganzen Kraft zu berauben. Was mit der letzten? Na, alles gelesen? Ach, gab nur noch die grüne, wa? Deswegen ist es hier, sieht das hier so aus. Das legendäre Pokémon. Die von den drei Gefährten geklauten Masken werden übrigens im Kulturzentrum aufbewahrt. Die Leute aus dem Dorf fürchten sich alle vor dem Oni, aber ich finde ihn toll. Warum wird das nicht sein Pokémon? Er ist stark und cool. Außerdem juckt es ihn nicht, dass die Menschen ihn meiden. Ich bewundere ihn schon seit ich klein bin. Ich wäre auch gern so cool wie der Oni. Aber selbst in der Akademie regelt irgendwie immer Hanna alles für mich. Ich will stärker werden für mich, damit ich mich selbst um meinen Kram kümmern kann. Nicht immer von anderen abhängig zu sein, weißt du? Und vielleicht kann ich mich dann sogar mit dem Oni anfreunden. Oh, fast vergessen, wir müssen ja noch ein Foto machen. Machst du das bitte wieder, Tim? Ja. Oh, er ist richtig glücklich. Ich habe komische Handschuhe an. Warum sind meine Daumen frei? Mann. Sind das Handschuhe? Fällt mir jetzt gerade erst auf. Boah, an dir ist echt ein Fotograf verloren gegangen. Wird nur noch die letzte Infotafel.
Ach übrigens, der Weg dafür direkt auf den Oniyama. Du weißt schon, der Berg, auf dem der Geschichte nach der Uni leben soll. Wenn du magst, könnten wir sein Zuhause einen Besuch abstatten. Es wird die Schreckenshöhle genannt. Ja, unbedingt. Oh, das freut mich. Ich find's mega, dass du dich auch so für den Uni interessierst. Wenn du den Weg da folgst, kommst du zum Inferno-Pass. Kurz davor stehen Schilder, die dir den Weg zur Schreckenshöhle weisen. Diesmal gehe ich aber vor. Ich treffe dich dann oben, okay? Sei vorsichtig. Was mit der letzten Tafel? Lass mal die einfach. Jo, das finde ich aber nicht okay. Okay. Naja, egal. Begib dich zur Schreckenshöhle. Erklär mir den Oniyama und begib dich zur Schreckenshöhle. Weil das Gebiet ist ja relativ groß. Wir waren ja hier schon in sehr vielen Orten. Die letzte Infotafel ist bestimmt im Immerwald. Oder in der Paradiesebene. Irgendwo von den beiden. Aber ich gehe erstmal hoch. Hallo. Ey Mann, mach doch. Miraidon. Nee, Ko. Doch. Mi oder Ko? Scheiße. Miraidon. Mensch. Oniyama. Oh, dass ich einfach immer noch nicht die Motivation dazu gefunden habe. Ja. Arme 7 durchzuspielen. Einfach nur traurig. Ich wollte es eigentlich machen, schon längst. Aber diese neuen Generationen lösen in mir nicht mehr den Drang aus, sie einfach durchzusuchten. Die Platin könnte ich 1000 Mal durchsuchten, ohne dass es langweilig wird. Interessant. Da ist hier dieses neue Tee-Pokémon. Aber fangen wir vielleicht lieber doch ein neues. Aber das darf ich halt nicht. Nicht missen jetzt erstmal. Ich möchte jetzt einfach mal das machen. Wie, ich darf nicht mal. Ach nö. Jetzt habe ich Eisenkrieger. Oh, Laubklinge ist sehr. Ja, schon dieses Zuggestein. Ja, moin, alles klar. Also, ich weiß nicht, was das soll. Warum waren das jetzt so schwach? Kristallpower. Ich fand den Hyperball vorher immer übelst hässlich, aber mittlerweile muss ich sagen, ist er einer der schönsten Bälle. Gefällt mir. Vom Design her. So, wir haben jetzt einen Morcha. Ich habe 2 Terra-Stücke Gestein erhalten. Aber Gestein als Terra-Typ gefällt mir irgendwie nicht so. Aber wie gesagt, Terra-Typen, ich finde das so unnötig. Terra-Kristallisierung. Das hätten sie rauslassen können. Gib doch einfach die Mega-Entwicklung zurück. Das wünschen sich doch alle. Ist doch viel besser. Neue Mega-Entwicklung. Für alle. Es sieht aus wie eine Regionalform von Fatalité. Doch vor kurzem fand man heraus, dass zwischen den beiden Pokémon keine Verbindung besteht. Schwierig. Tut mir leid bei Wampitz. Aber ich wollte Morcha ins Team nehmen. Ist es sogar
Geil wegen. Weil es ein Terra-Typ Gestein hat, aber ich. Gestein fällt mir nicht so. Wir haben kaum guten Angriff. Das Mist, das ist echt Mist. So. Ich will gerade. Ich habe gerade gedacht, hier, die vier Attacken sind unsere Attacken. Mich schon gewundert. Hä? Das habe ich doch gerade gesehen. Den hat er doch schon. Also vielleicht Absorber. Vielleicht. Wenn man erst. Nee, ist alles scheiße irgendwie. Ja, ne, hey. Akrobatik. Warum kann denn Bajoyan Akrobatik? Psystrahl. Anspringen. So dumm. Es kann sogar. Seraphil lernt. Ladestrahl. Ja, es wäre interessant. Aeroass. Als Flug. Ich habe ja kein Flug-Pokémon. Aber, die Lidscha kann halt kein. Na. Keine Gesteinsattacken lernen, glaube ich. Trugschlag, ja. Trugschlag ist halt scheiße irgendwie. Was? Niemand kann von euch Drachenklaue erlernen? Strauchler ist jetzt schon interessant. Fliegen. Niemand kann fliegen, das ist traurig. Hat Gigasauger, aber Fatalici lernt es doch irgendwann selber. Spuckball. Ah. Ist eine geile Attacke. Muss ich wirklich sagen, deswegen kommt es ins. Mindset, ins Moveset. Mindset, Alter, wie komme ich denn jetzt auf Mindset? Ja, ist halt nur mal gucken, ob ich noch eine coole Attacke lernen könnte. Aber mit so ein bisschen ist da ja nicht so. Was? Parigraf kein Erdbeben? Okay. Nahkampf. Naja, du kannst Nahkampf, das weiß ich ja. Drakometeor, uiuiuiui. Ah, Käferbiss wäre auch interessant für Zerapfel, aber. Nee. So, Mocha, dann darfst du dich mal beweisen. Aber erst in dem Kampf ist Zerapfel dran. Es gibt zwei Dinge, die man in den Bergen unbedingt tun muss. Kämpfen und kämpfen. Oh, die hat das Eissandalen. Ich habe ja gesagt, das sieht so ein bisschen aus wie ein großer Knöpfel. Muss ich doch korrigieren. Sieht doch eigentlich ganz cool aus. Ah ja, stimmt, scheiße. Lost. Drachenpuls ist ja nicht sehr effektiv, weil es Eis gegen Krache ist. Ist dumm. Von mir. Ah ja, natürlich Vulpix, Alter. Ja, doch, bestimmt das Eis-Vulpix. Ich vertraue mal Knabon, auch wenn es jetzt übelst underleveled ist.
So stark kann ihr Vulpix doch nicht sein. Oh, es sieht süß aus. Guckt's euch an. Ach du Scheiße. So, die Terra kristallisieren. Obwohl ich es einfach nur unnötig finde. Aber egal. Die müssen sich halt immer wieder was Neues einfallen lassen. Aua. Das tat weh. Oh nein, ich sehe wieder durch die Wände durch. Du bist gemein. Also das nehme ich dir jetzt echt übel, dass du mein armes kleines Knabbern besiegt hast. Mein Vulpix soll leiden. Es soll verbrennen. Der Eisenkrieger ist schon cool. Schade, dass Knabbern nichts bekommen hat. An EP. In den Bergen muss man unbedingt einen Berg besteigen und dort gegen jemanden kämpfen. Nein, keinen Berg besteigen. So, ich muss mal schnell Richtung Pokémon Center fliegen. Ja. Schwester Joy muss meine Pokémon heilen, obwohl sie komisch aussieht. Oh, es ist für mich immer noch keine Schwester Joy, aber egal. Will bestimmt auch nicht Schwester Joy sein. Ist ja irgendeine andere. Naja, egal. Ah, ich kann wieder Terra kristallisieren. Was ich jetzt auch nochmal wissen wollte, ist, wo ich Fatalitsch-Dingster-Bumster, wo ich das fangen kann, weil ich hätte gerne einen anderen Typen. Terra-Typen meine ich doch. Morcha. Ach. Lebt im Bambushainen. Es ist ja auf dem Weg da. Hast du eine Weiterentwicklung? Bist du die Vorentwicklung von irgendwas? Fatalitsch, ich dachte, das wäre hätte was mit Mortipod zu tun. Dachte ich erst, aber irgendwie doch nicht. Was ist denn der Energiekapsel? Okay. Was war das denn? Komisch, egal. Hat, na? Was Mortipod? Hat das zwei Entwicklungen? Ich habe keine Ahnung, ey. Ich bin eigentlich raus nach der, also bis zur vierten bin ich eigentlich noch voll drin und ab der fünften da bin ich irgendwie voll raus. Da passt dann irgendwie gar nicht mehr. Ey. Hab mich abrutschen lassen. Und jammer. Aber wir haben genau einen Kampf geschafft, ey. Aber irgendwie nicht an Rachen des Oni. Ah, oh, das ist dieses hässliche Mann aus der fünften Generation. Sein Molunk. Auch nicht schön, aber immer noch schöner als die Fledermaus da. Carpadors. Gerade hier super viele Items. Ich wusste gar nicht, dass Molunke so klein sind. Wow. Einfach die Brücke komplett verfehlt. Leute, als ob. Ausdauer, jawohl, Alter. Ausdauer braucht jeder.
Ach, nein, stimmt, ich kann ja klettern. Jetzt wäre wieder komplett entfallen. Schöne Aussicht hier. Was passiert eigentlich, wenn man jetzt runterfällt? Ah ja, stimmt ja. Alter, das Handy. Aber das hier, dieses komische Pokémon von dem Rivalen, von Betis heißt er, glaube ich. Aber der war komisch. Die mochte ich irgendwie nicht so. Jetzt gab es bessere Rivalen. Einfach Barry. Barry ist einfach cool. Donnerzahn. Ein bisschen nervig, aber cool. Er ist so gutherzig. Heutzutage hat man dann einfach nur so richtig gemeine Rivalen. Entweder man hat einen Betis oder man hat eben... Ja. Hopp. Ja, warte mal, Hopp war doch zur gleichen Generation. Scheiße. Nee. Ja. Was alles verwaschen in Erinnerung. Doch, es war beide von Schwert und Schild, würde ich sagen. Oder. Nee. Doch, beide von Schwert und Schild. Superzahn. Superzahn. War das Stripoli? Oder Praktibike, eins von beiden. Setze ich den Berg hochklettern. Ey, das sind so viele von den hässlichen. Die werden einfach. Die sehen am Ende einfach richtig komisch aus. Zen-Kopfstoß, ja, schön. Also, ich muss auch zugeben, der Pokémon Company geht langsam die Ideen aus. Ich meine, die hatten jetzt übelst lange Zeit, ein paar neue Pokémon zu machen. Pichu, ja, schön. Man kann die heutigen Pokémon nicht mit den damaligen vergleichen. Meine, guckt euch das süße Pichu an. Und was haben wir jetzt? Ja. Ja, Generation 5. Nee. Nee. Das ist doch nicht süß. Das ist einfach nur zum Kotzen. Den geht auch die Ideen aus. Treten verboten. Mit dem Inferno-Pass. Wir wollen ja hoch. Ach nö. Oder das ist Fake Pikachu. Wir haben süßes Pikachu und dann haben wir das mal Pekko. Hallo. Was soll denn das jetzt? Nee. Hör auf damit. Will ich kämpfen? Als ob die das Böse nicht animiert haben. So, kommt mir nicht zu nah. Ich meine das ja, ich hab's vergessen, wie es heißt. Einfach Pichu gegen sowas würde ich nicht vergleichen wollen. Oder Pikachu damals, Pichu ist ja erst später gekommen. Einfach nur nein. Der Rachen des Sony. So nie. Oh nee. Ja. Danke für die Items. Ein besonderes Kleinstein. Interessant. Flammenwurf, auch interessant. Mit Feuer. Hey, Typ Kampf. Kleinstein mit Typ Kampf, ja, weiß ich ja nicht. Ich meine Georock. Alter, warum leckt denn das Spiel in letzter Zeit so? Ich verstehe es nicht. Was musst du laden? Die Grafik ist doch eh kacke. Ja, da ist die Höhle. Der Wasserfall sollte eigentlich schön aussehen, aber die Texturen sind da... Also ich meine, guckt euch den Baum an. Wieder mal sehr schöne Texturen. Aber warum überrascht mich das nicht? Wenn die Brücke, die unten da ist, einfach nicht richtig erkennen kann, dass das eine Brücke ist.
Ey, wir machen nicht die Map auf. Ja. In der nächsten Folge geht's in der Schreckenshöhle weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und hast du auch ein letztes Wort, Miraidon? Ja, gut. Er sagt auch ciao. Ich sag jetzt auch ciao. Ciao.